Uiuiui, heute ist ein Glückstag, ne? Freitag, der 13. Hier ist die neueste Gute-Nacht-Geschichte. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist der Ab ins Bett heute mit der 1144. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco. Und ich begrüße euch zum Recken und Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute Abend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 1144. Gute-Nacht-Geschichte für Freitagabend, den 13. Oktober. Frieda und die Fliegenfalle. Frieda ist ein ganz normales Mädchen. Frieda ist an einem ganz normalen Tag einfach so zu Hause. Sie genießt das schöne Wetter im Oktober. Am liebsten würde sie sich auf die Terrasse setzen, aber dazu ist es zu kalt. Noch lieber würde sie auf dem Spielplatz spielen, aber dazu müssten ihre Freunde Zeit haben, und das haben sie heute nicht. Also hat Frieda sich entschlossen, etwas Schönes zu machen, nur für sich. Mama hat ihr eine Tasse Tee hingestellt und Frieda war vorher noch in der Bücherei. Dort hat sie sich einen ganzen Stapel Bücher ausgeliehen. Und die liest sie jetzt. Nicht alle, aber zumindest eins. Damit fängt sie an, sagt Frieda. Das Buch liest sie in ihrem Zimmer. Dort im Eck steht ein Sessel. Der ist riesengroß. Schon Friedas Opa saß da drin und hat seine Zeitung gelesen. Jetzt hat Frieda diesen Sessel, weil sie ihn so kuschelig und so gemütlich findet. Die Sonnenstrahlen der Herbstsonne, die scheinen Frieda am Zeh zu kitzeln, denn der Sonnenstrahl landet genau auf ihrem linken Fuß. Frieda sitzt bequem, genießt diesen wunderschönen Sessel und sie beginnt zu lesen. Das erste Buch ist richtig spannend. Doch bald kann sich Frieda nicht mehr konzentrieren. Ständig macht es bzzzt um sie herum und wieder bzzzt. Und dann kitzelt es so schrecklich. Und dann kitzelt es so schrecklich am Ohr. Was ist denn das, denkt sich Frieda. Eine Fliege hat sich auf Friedas Ohr gesetzt. Und tatsächlich, immer wenn die Fliege hin und her krabbelt, dann kitzelt es im ganzen Ohr. Frieda braucht eine Fliegenfalle. Sie weiß auch, wo die liegt, im großen Bücherregal. Dort oben im zweiten Fach findet sie eine Fliegenklatsche. Als Frieda nun die Fliegenklatsche in die Hand nimmt, kann sie sich gar nicht vorstellen, die für eine Fliege zu benutzen. Wie brutal ist das denn? Frieda legt das Buch beiseite. Die Fliegen, die stören sie hier richtig. Aber sie einfach so mit einer Fliegenklatsche wegmachen, das möchte Frieda nicht. Fliegen sind auch nur Menschen. Stimmt zwar nicht, denn Fliegen sind Fliegen, aber es ist eben so ein Spruch, den man sagt. Und so überlegt Frieda, was man stattdessen tun kann, damit die Fliegen sie nicht mehr so aufregen, aus dem Zimmer rausgehen, aber eben nicht mit der Fliegenfalle geklatscht werden. Stattdessen kommt Frieda auf eine ganz andere Idee. Sie baut eine Fliegenfalle, eine fliegende Fliegenfalle. Na, das wäre doch was. Die Idee ist gut. Frieda nimmt sich ein Blatt, malt auf, wie die fliegende Fliegenfalle aussehen könnte. So ähnlich, wie sie sich ein UFO vorstellt. Eine fliegende Untertasse. Und
immer, wenn eine Fliege vor der fliegenden Untertasse fliegt, dann fliegt die Fliege in die fliegende Untertasse und Frieda macht einfach die Fliegenfalle auf. So einfach stellt sich es Frieda vor und so einfach muss es doch auch sein, oder nicht? Es gibt doch mittlerweile herumschwebende Drohnen, die von ganz alleine in der Luft fliegen. Und wenn dann der Deckel aufgeht und vielleicht etwas ganz Leckeres in der Fliegenfalle zu finden ist, was die Fliegen wirklich mögen, zum Beispiel Fliegenfallenfutter, dann würde Frieda die Fliege in die Fliegenfalle fliegen sehen. Vielleicht verfliegt sich die Fliege. Nein. Die Fliege würde in die fliegende Fliegenfalle geraten und von da aus ans Fenster gebracht werden. Frieda öffnet das Fenster und die Fliege kommt aus der fliegenden Fliegenfalle durch das Fenster in die Freiheit. Fabelhaft philosophiert Frieda und fällt müde in ihr fertiges Bett. Und fast auf den Moment schläft sie ein. Frieda weiß genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Gute Nacht.